CSU-Chef Markus Söder, einer der selbsternannten wahren Demokraten, ist gegen ein AfD-Verbot. Allerdings findet er, dass eine bundesweite Einstufung als gesichert rechtsextrem helfen würde. Warum Herr Söder dagegen ist und wie es ihm helfen würde, all diese Infos gibt's jetzt. Moin, ich bin David. Schön, dass du da bist. Die Welt titelt wie folgt. Söder gegen AfD-Verbot. Bundesweite Einstufung als gesichert rechtsextrem würde aber helfen. Also ich störe mich schon ein bisschen an der Aussage, würde aber helfen. Warum würde es helfen? Wieso würde es helfen? Und warum nicht verbieten, wenn sie so rechtsextrem ist? Nun, warum das so ist, werden wir uns gleich nochmal ganz genau ansehen. Jetzt aber etwas weiter im Text. Die Demokratie sei in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie in so großer Gefahr wie jetzt gewesen, warnt der bayerische Ministerpräsident Söder mit Blick auf die AfD. Ein Verbotsverfahren hält der CSU-Chef jedoch für aussichtslos und schlägt ein anderes Vorgehen vor. Nun ja, er mag recht haben, denn die Demokratie in unserem Deutschland ist aktuell, so wie ich das sehe, tatsächlich in Gefahr. Denn wenn eine Innenministerin sich dahinstellt und für die Wirtschaft so etwas wie ein Kontaktverbot zu der politischen Opposition verfügt oder das zumindest anspricht, dann finde ich das schon ein wenig undemokratisch. Und das Gleiche gilt ja auch für Einzelpersonen, wie dem Müller-Chef, der sich mit Frau Weidel getroffen hat. Auch da wurde sofort eine Kontaktschuld aus dem Hut gezaubert. Und genau das Gleiche sehen wir auch bei dem einen oder anderen Influencer, der es wagt, sich mit einem Politiker der Alternative für Deutschland abzulichten. Und dann hält der CSU-Chef das Verbotsverfahren für aussichtslos. Nun, wenn er doch so sicher ist, dass ein Verbotsverfahren gegen die AfD aussichtslos ist, dann darf es doch nur daran liegen, dass die AfD nichts gemacht hat, was zu einem Parteiverbot führen könnte. Was wiederum bedeutet, dass sie mitnichten so radikal ist, wie es dargestellt wird. Das ist sie nämlich nicht. Nun ja, jede Partei hat Probleme mit dem einen oder anderen Politiker, wenn er mal aus der Reihe tanzt. Aber wichtig ist es, dass sich die Partei selbst darum kümmert und das sehen wir zum Beispiel jetzt bei dem ganzen Vorgang vom Herrn Halemba und welche Konsequenzen das nach sich zieht. Und ich finde, dass die Alternative für Deutschland sich wirklich darum kümmern sollte, kümmern muss. Aber okay, es ist also nicht möglich, die Partei zu verbieten, weil sie eben nicht die Voraussetzung dafür erfüllt. Und das beißt natürlich die Ampelparteien, das stört natürlich die Unionsparteien. Denn sie möchten diese wirklich ernstzunehmende, mittlerweile diese ernstzunehmende Oppositionspartei ein für alle Mal loswerden. Und was hilft da? Nun, da hilft es natürlich, wenn man den weisungsgebundenen Verfassungsschutz auf die Alternative für Deutschland setzt, dann verfügen lässt, dass die Alternative für Deutschland im gesamten Bundesgebiet als gesichert rechtsextrem einzustufen ist. Und das hat dann natürlich sehr viele Konsequenzen. Das verstärkt nämlich das Problem der Kontaktschuld. Und das betrifft dann wirklich, wirklich viele wahlberechtigte Bürger. Denn wenn wir uns dann einmal ansehen, dass zum Beispiel Beamte, Menschen, die im öffentlichen Dienst tätig sind oder Polizisten und Soldaten, all diese können sich dann nicht mehr wirklich frei über die Alternative für Deutschland austauschen. Diese können sie nicht mehr unterstützen oder Mitglied in dieser Partei werden, weil sie dann dienstrechtliche und arbeitsrechtliche Probleme hätten. Und das möchte man ja nicht. Man möchte seinen Job behalten. Das ist absolut okay. Das finde ich natürlich nicht verwerflich. Denn wenn ich mir überlege, dass zum Beispiel ein Soldat oder ein Polizist, das ist nicht einfach ein Job, das ist wirklich eine Berufung. Und viele Leute gehen dem tatsächlich nach, weil sie sich zu diesem Berufsstand verbunden fühlen. Das finde ich top. Aber dann darf die Politik nicht so etwas machen, dass sie dann ihre demokratischen Rechte so weit beschneidet, dass sie sich nicht mehr in einer Oppositionspartei betätigen dürfen. Ich persönlich empfinde das, was Herr Söder sagt, als zutiefst undemokratisch und würde mich wirklich freuen, wenn der Verfassungsschutz da mal ein Auge drauf wirft. Das würde nicht nur uns allen, sondern vor allen Dingen auch der Demokratie in Deutschland wirklich weiterhelfen. Aber schauen wir uns noch einmal an, was Herr Söder so weiter sagt. CSU-Chef Markus Söder hat sich gegen ein AfD-Verbot ausgesprochen, befürwortet aber eine bundesweite Einstufung der Partei als gesichert rechtsextrem. Die AfD verachtet unsere Demokratie und würde unserer Sicherheit und unserem Wohlstand massiv schaden, sagte der bayerische Ministerpräsident den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Also ich finde, dass die Linken und die Grünen, aber auch die Unionsparteien der Demokratie schaden. Aber auch die FDP schädigt die Demokratie, indem Herr Lindner
immer wieder über irgendwelche Sondervermögen stolpert und dort wirklich auf nicht ganz ordnungsgemäße Art und Weise irgendwelche Haushalte beschließt mit seiner Ampelregierung. Und daher ist auch die SPD dort schuld. Und deswegen sollte Herr Söder dort etwas die Füße stillhalten. Die Ampel zerstört auch unsere Wirtschaft. Es ist nicht die Alternative für Deutschland. Das wird immer wieder behauptet. Es ist ein absoluter Nonsens. Wie kann man jetzt und hier behaupten, die Alternative für Deutschland sei schädlich für den Wirtschaftsstandort Deutschland? Das ist der Habeck, das sind die Grünen, das ist aber auch die Ampelregierung und dazu gehört die FDP. Helfen würde, wenn das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD auf nationaler Ebene als gesichert rechtsextrem einstuft. Und ja, da sind wir wieder bei, würde helfen. Natürlich würde es der Union helfen, natürlich würde es auch der Ampel helfen, wenn die Alternative für Deutschland bundesweit als gesichert rechtsextrem eingestuft wird, denn es ist die einzige aktuell nennenswerte Opposition und sie ist auch auf dem Weg dahin, wirklich die größte Oppositionspartei in Deutschland zu werden und das nicht nur in den Landtagen, sondern auch im Bundestag. Und deswegen verstehe ich es absolut, wenn Herr Söder versucht, so etwas zu machen, aber es ist nun mal zutiefst undemokratisch. Nun, das sollte er daher wirklich unterlassen. Und es sieht ja gut aus für ihn, denn jetzt wurde ja die sächsische AfD als gesichert rechtsextrem eingestuft und Sachsen-Anhalt, Thüringen, dort haben wir tatsächlich das Gleiche. Und deswegen sollten wir uns einmal überlegen, warum möchte Herr Söder das? Natürlich, weil es sehr rufschädigend ist, weil es diese Kontaktschuld, dieses Schmutzimage mit sich trägt und sehr viele Wähler abschrecken wird, das weiß er. Aber das Ganze hat natürlich noch einen weiteren Vorteil, denn nun wird sie von dem dortigen Verfassungsschutz beobachtet. Dabei können auch nachrichtendienstliche Mittel zum Einsatz kommen. Das bedeutet, der Verfassungsschutz sammelt dort Informationen über die Opposition. Er ist berechtigt, dort V-Männer einzuschleusen, die noch mehr Unsinn machen und natürlich auch noch mehr Informationen dort zutage fördern können. Und auch die Überwachung des Fernmelde- und Postverkehrs wird ermöglicht. Natürlich werden dort die Parteien erfahren, was die Alternative für Deutschland dort macht. Sie werden auf unlautere Art und Weise dort dann einen wirklich großen Vorteil haben gegenüber der AfD im Wahlkampf oder auch in der täglichen politischen Arbeit. Und das ist mit einer der Gründe, da bin ich mir absolut sicher, dass die Altparteien das wollen, dass die etablierten Parteien den VS dort ansetzen möchten, um der AfD nicht nur zu schaden, sondern auch sich diesen Vorteil zu verschaffen. Die Demokratie sei in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie in so großer Gefahr wie jetzt gewesen, warnte Söder. Destruktive Kräfte wie die AfD und die Wagenknecht-Gruppe gewinnen am Boden. Nun, bis jetzt ist es nur brusthart trommeln. Thematische Auseinandersetzung mit der Alternative? Fehlanzeige. Und man spricht von irgendwelchen Wagenknecht-Gruppen. Das ist wirklich Rhetorik aus dem vergangenen Jahrhundert. Das ist wirklich unglaublich. Und ein Verbot wird nicht mehr angestrebt, weil das sowieso nicht durchführbar ist. Dann nutzen wir doch lieber unseren weisungsgebundenen Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz macht nichts anderes als politische Arbeit für seinen Auftraggeber. Und in diesem Fall ist es das Innenministerium mit der Frau Nancy Faeser als Innenministerin. Jetzt habe ich noch eine Bitte an dich. Solltest du diesen Kanal noch nicht abonniert haben, jetzt kostenlos abonnieren und kein weiteres Video verpassen. So erhöhen wir auch die Reichweite und können mehr Menschen erreichen, denen wir aufzeigen können, was in diesem Land verkehrt läuft. Denn es sind diese Aussagen von Politikern wie von Herrn Söder bezüglich des AfD-Verbots. Denn dieses würde genauso scheitern wie ein Versuch, die NPD zu verbieten, meint Söder. Wir müssen die AfD politisch bekämpfen und ihre absurden Ansichten benennen und entlarven. Also entlarvend ist wirklich, dass Herr Söder offenbar den Einsatz des weisungsgebundenen Verfassungsschutzes als politisches Mittel zur Bekämpfung von absurden Absichten der Opposition benennt. Also das ist wirklich unfassbar. Ich kann nicht glauben, dass ich das hier lese. Er spricht tatsächlich davor, politisch zu kämpfen und will den VS einsetzen, um die Partei klein zu halten. Es ist tatsächlich unter aller Sau. Man muss es wirklich sagen, was Herr Söder macht, was unsere Politik hier veranstaltet, ist ein Zirkus, nichts anderes. Und deswegen müssen wir wirklich laut sein, wir dürfen nicht schweigen, aber immer nett und freundlich sein. Und jetzt solltest du dir unbedingt dieses Video hier ansehen. Wir sehen uns drüben. Du klickst jetzt, ich bin schon dort. Danke für deine Unterstützung. Bis gleich.